Hallo zu FIFA 18 Co-op Season und mit einer total frustrierenden Aufnahmesession. Für den armen Jens ist das viel zu viel, für mich ist das Gewohnheit. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade die 6. oder 7. Aufnahmeversuch machen wir jetzt hier. Jetzt müssen wir es aber ungefähr hinhaben. Wir hatten alles mögliche an Problemen. Wir hatten uns erst doppelt gehört mit dem Voice-Chat. Dann hatten wir Probleme noch gehabt, von wegen, dass Jens dann plötzlich mit Tastatur spielen musste und. Im Endeffekt ist jetzt ein Spiel gelaufen, das haben wir 2-1 gewonnen und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir uns ja auch geeilt, dass wir mit Deutschland spielen. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, da fehlen mir viele Spieler. Wir haben keinen Stindl, keinen Wagner, keinen Werner, keinen Goretzka, aber dafür Max Meyer, der in U21 spielt. Also da bin ich ein bisschen frustriert, was das angeht, aber nichtsdestotrotz lässt sich mit so einer Mannschaft immer noch super kicken. So, ich denke, wir können loslegen, ja, ne? Ja, mach los. Aber wenigstens. So, Gegner auch direkt gefunden. Ja. Ja, ich kann mich bewegen und ich schaue nur mich einmal. Ja, hat alles seine Richtigkeit hier. Gott sei Dank. Gut. Juve, hey, hatten wir das nicht heute schon? Das könnten die gleichen sein vom letzten Mal. Du hast Anstoß. Oh, ich habe keinen Trainer an. Trainer brauche ich auch. Brauchst du den? Nö, nicht mal wirklich. Oh, Dybala, Dybala. Uiuiuiui. Super fängt das an hier. Das war schlechte Abwehr. Kann noch nicht dringend gewesen im Spiel. Na, da haben wir uns ein bisschen früh überrumpeln lassen, finde ich auch. Gut, ja, am Anfang des Jahres haben wir halt noch so ein bisschen das Problem, muss man ja sagen, dass sich gute und schlechte Spieler natürlich vermischen, weil auch die Guten erstmal ein bisschen reinkommen müssen, ein paar Grundmatches machen müssen. Darunter leiden dann die Schlechten, wie wir beide. Aufpassen jetzt hinten in der Verteidigung. So, gut. Bisschen zu starker. Ja, es ist noch ein bisschen so. The Timing, woran es manchmal mangelt. Na komm. Oh. Ah. Ah, der war zu kompliziert gespielt da. Ich habe nur versucht, den Laufweg frei zu machen an dieser Stelle. Hättest du vielleicht zu Draxler oder so spielen müssen. Na, war optimistisch. Hätte ich noch 2-3 Meter machen können. Und ich und in der Mitte war ich ja auch noch. Ja, das war relativ. Also der Cellini stand da irgendwie ein bisschen blöd zwischen. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da durchgekommen wäre, hätte ihn zu dir gespielt. Oh, das war knapp. Ja, gibt Freistoß. Entschuldige, da war mein Timing ein bisschen schlecht. Wie gesagt, verteidigungsmäßig muss ich halt auch noch arbeiten. So, machen wir den Typen da dicht. Ja, oh, danke schön. Dein Gegner musste wegen zu wenig Spieler aufgeben. Okay. Hm, okay. Haben wir gar kein Problem mit. Ja, nehmen wir mit. Ja. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Sieht ja schon mal gut aus. Ja. Gut, dann schießen wir das nächste Spiel, wie gesagt, direkt hinterher. J drücken. So. Jo. Los geht's. Richtig. Lief schon mal bis jetzt ganz ordentlich. Also selbst technische Probleme gab, spielerisch ist bis jetzt okay. Wenigstens eine Sache läuft halbwegs. Da
Also jetzt in der Arena stelle ich ja fest, dass Toni Kroos eine astreine Schusstechnik hat, ne? Das ist ja unfassbar. Ich habe den Zehner, Özil müsste die 10 sein, ne? Warte, jo, und Barca gibt's. Hm. Ah, das finde ich ja wieder witzig. Aber immerhin kein Neymar mehr bei Barca, das ist ja schon mal etwas. Ja. Schon mal eine erhebliche Steigerung. Aber noch immer Messi. Ja gut, den wirst du auch nie los. Oh nein, super, wir haben jetzt eine. Yo. Ich würde sagen, wir haben hier starke Gegner erwischt. Ich glaube, wir kriegen hier eine Packung. Und ich habe keinen, nicht die Verteidigung getroffen, die ich haben wollte. Du kannst das mit dem rechten Stick, kannst du auch die Spieler wechseln, ne? Weißt du hoffentlich. Mit dem rechten Stick? Ja, du kannst damit, also wenn du. Eieiei, da hatte ich gerade einen Delay. Weil wir waren im Ballbesitz, sag ich an dieser Stelle mal. Ne, krieg ich nicht hin mit dem rechten Stick. Naja, egal. Hector. Sekunde, ich muss mal ganz kurze Pause haben, sorry. Alter, ich habe gerade heftige Delays. Hörst du mich noch? Du hast das Spiel wegen zu weniger aufgegeben. Ja, ich hab dich gehört. Ja, jetzt macht das Internet nicht mehr mit. Das hat zu lange gedauert. Riskieren wir noch einen Versuch. Ja, einen können wir noch Ja, bist du weg. Das bringt nichts. Also ich sehe gerade meinen Ping, Alter, das können wir eigentlich in der Tonne hauen. Der ist zu heavy. Oh Gott. Guck mal, ob es jetzt noch wieder einpendelt, da muss man eben ein paar Sekunden geben. Ja. Ich würde an dieser Stelle auch die Folge mal eben unterbrechen. Okay, dann unterbrechen wir mal. Hallo wieder. So, ein paar Tage vergangen. Dazwischen war das Deutschlandspiel gegen Nordirland. Ja. Genau. Und wir können das loslegen. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf große Ankündigungen. Ich bin einfach nervlich mittlerweile so abgefuckt hier von FIFA 18, was dem Online-Multiplayer hier angeht. Das ist ja unfassbar. Ja, wir hatten gerade wieder Probleme, weil ich hang da ewig in der Arena und das erste Spiel wurde. Ja, das ist unfassbar. Die Verbindung getrennt, bevor Anschluss war. Ja, also vom Prinzip her müsst ihr euch vorstellen, wir hatten ja erst hatte Jens Probleme, so mit seinen Einstellungen für die Aufnahme. So. Dann hatte ich Probleme beim Internet und jetzt hatte gerade EA uns irgendwie einmal mich rausgeschmissen und Jens in der Arena verarbeitet. Wollen wir mal gucken. Oh. Weißt du, der Näheres, was da in der Spielmechanik geändert wurde, zwischenzeitlich? Also, es heißt quasi, dass man das Angriffsspiel ein bisschen abgeschwächt hat. Und also, man hat ein bisschen mehr FIFA 17 Mechanik. Und die Torwerte sind besser. Ja, genau. Das war denen zu grausam. Abstoß. So, halblang auf dem Flügel. Schönes Ding. Oh.
Ich versuche eine schöne Flanke. Die wäre zu hart eigentlich. Da kam man falschen Adressaten an. Ah. Oh. Jetzt hast du gegrätscht da hinten, da musst du aufpassen. Ach Mist, und das war mein Fehler. Geht gut los hier. Vorsicht, jetzt mit Bell, der zieht außen lang, da musst du hinterher. Schön rausgeholt. Wir dürfen dem Großen nicht so viel Platz lassen, alter Falter. Gut. Ah. Ah, Mann, das ist zu lange gebraucht, Kollege. Das war aber schön geabwehrt vom. Oh. Oh, und dann läuft der nicht. Dann läuft der Mann nicht. Oh. Von dem Jungen, ne, höre ich immer nur oh, 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 oh. Das ist unfassbar. Was soll ich denn da sagen? Wie wär's mal damit? Ich mach das so und so jetzt und ah, sehr gut gemacht. Das wäre doch mal was, eine erfolgreiche Nummer. Das würde uns doch schon mal weiterhelfen. Hey! Ja, scheint stark nicht aussteigen lassen. Eieieiei. Oh, da hast du Glück gehabt. Gut gemacht. Oh! Halblang. Richtung Özil, glaube ich, diesmal sogar wäre fast besser gewesen. Kriege ich den verarbeitet? Ne, kriege ich nicht. Muss mal jetzt aufpassen, wir spielen jetzt mit einer anderen Formation. Also alles pauschal wie vorher klappt nicht. Oh, weg mit dem Ding. Ah, ja, ja, gut. Okay, linker Flügel. Ah, haben sie direkt zugebaut, entschuldige. Na, ja, passt schon. Und? Oh. Oh, was ist das denn für ein Scheißpass? Ich wollte den nur einfach nach unten schieben. Normalerweise. Ja, dann spiel ganz locker. Mein Gott. Dann tritt er nicht so heftig gegen, als würdest du das Ding übers Feld hauen wollen. Das war mal schön gemacht von mir. Jetzt. Ah, schade. Das war ein bisschen zu locker. Auffassen, zumachen. No, nicht grätschen, zumachen. Zumachen ist ungleich grätschen. So, das ist zumachen. Nur aufpassen, ich weiß nicht, ob die Freistöße schießen können. Dafür habe ich noch nicht genug von denen gesehen. Ich gehe auf Nummer sicher und stelle mal einen Mann ab. Gut. Ey, ey, ey. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Hast Zeit. Hast Zeit. Hast Zeit. Wo war da die Zeit? Das war doch genau in den Gegner. Ey, ey, ey. Oh, hm. Oh, wir haben ja den Ball. Oh. War kurz orientierungslos. War noch auf Abwehr getrimmt.
Ah, shit, kam ich nicht schnell genug vorbei. Ja, da war ein bisschen sehr viel gehackelt von mir. Was läufst du denn da weg? Warum nimmst du den Mann da oben denn nicht? Weißt doch, kurze Anspielstation dicht machen. Du musst doch nicht immer als einmal eins runterbeten. Oi. Was machst du? Oh Gott! Jens! Was sollte das denn werden, wenn es fertig ist? Falsche Taste, mehr oder weniger. Jetzt mehr oder weniger? Ah! Ja, ein Versuch wert, aber ich hab noch einen. Ah, schade. Wieder bei Spring gefällt mir wesentlich besser. Naja, aber so deutlich. Geht so. Also wir haben hinten ziemlich viel Glück, dass das Ding noch 0-0 steht. Wir hatten jetzt vorne zwei Chancen gehabt. Das muss eine Tendenz mehr werden. Aber auf jeden Fall müssen diese extremen Fehlerketten aufhören. Das ist ja unfassbar. Weil was wir uns da ja manchmal für den Murks zusammenkommt, dann haust du mir den Ball da weg. Dieser Countdown ist gut. Sekunde, kurz unterbrechen. Geht das jetzt gerade? Nee, geht gerade nicht. Angemeldet. Ich will gleich kommen. Ja, genau. So, kannst du mal kurz die Aufnahme eben pausieren? Ja. Ja, da war eine kurze Störung, die ja umsonst war. Muss sein. So. Anspielstation dicht machen, mach den Bale da dicht, mach den Bale dicht. Ich nehme den links. Gut, ich bin ganz hinten rum, zum aufrecht sein. Gut, ah, shit. Ist nicht richtig bekommen. Oh, gut. Dazwischen. Oh. Ah, Scheiße, läuft da an mir vorbei. Ich dachte, er wollte voll auf mich drauf gehen, das habe ich so schnell abgeschlossen. Aber jetzt hätte ich mir da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Da, dann musst du mir das sagen, wenn du da unten links hinspielen willst. Den Alter, ich in die Mitte. Ja, da hast du mich voll mit überrascht. Ja, dann nimmt Hector den Ball und spielt den direkt wieder zu Bale. Das ist unfassbar. Schade, dass der zu weiter gelaufen ist in die Richtung. Na, Jens, ich leg den Ball da extra nochmal ab, damit wir ihn eben nicht verlieren. Oh. Da ging ja ein Dortmund nicht rein, raus. Läufst du mir da wieder rein? So ein Slapstick-Tor auch noch. Ja, haben sich aber auch verdient, ey. So eine Scheiße, wie wir da hinten zusammenbauen. Das ist unfassbar kacke, was wir da spielen. Kann ich selbst nicht hinsehen, ey. Eher das Aufbauspiel. Ja, aber wirklich, ich leg den Ball hinten rum und dann ist das Ding sofort wieder weg. So eine Nummer meine ich nämlich. So eine Nummer meine ich. Dann hast du das Ding ja sofort verloren. Alter, geht mir das auf den Nerven. Mein Gott.
Mal jetzt zusehen, wenn die Kacke irgendwie ausbügelt, ey. Ja, geht doch. Ja, und das war auch kein... war das mal ein schlechter... Naja, gut, die Flanke hätte ein bisschen härter sein können. Da war mehr Glück als Verstand. Ja, aber war auch bitter nötig. So. Ach ja, ich soll vielleicht dann noch wechseln. Können wir ja mal die automatische wechseln. Nee, ich stehe total nicht auf die... ich möchte mal gern Blockwechsel machen. Schöner Ball. Ah. Vorsicht, Vorsicht, dass nicht den Benzema da laufen lassen. Oh nein! Ja, ich konnte da nicht viel machen. Ich wollte den Ball ja wegbekommen. Ja, nicht wegbekommen, zurück zum Torhüter legen. Du hast hinten noch einen weiteren Mann. Ich konnte den Ball gar nicht richtig annehmen. Das war das Problem. Unfall. So, Fortsetzung folgt. So. Dann machst du ein paar Kopfball oder spielst du das Ding zum Mann, dann brauchst du den Ball nicht annehmen. Wir stehen ja extra mit 11 Mann auf dem Platz und nicht mit 10. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Gut, nimm du jetzt mal den Ronaldo da und ich versuche den Benzema in Schach zu halten. Gut gemacht. Oh, was sollen solche Querschläge, Alter? Was lernt Don't that Jens? Happen. Nicht solche queren Bälle da hinten. Dann spielen wir ihn zurück zum Keeper. Der ist da. Dann hau mir doch nicht so einen Quer einen vor. Das ist unfassbar. Ich hasse dieses neue Verteidigungsverhalten. Gutes Erklären. Dann steht der Schiri da im Weg, ey. Das hast du ein Torhüter. Ich hätte vielleicht auch nicht. Ups, der sollte da nicht hingehen. Der sollte zum unteren Mann. Jo, jetzt werden sie zum Hackefeller. Pass mal auf, ich versuche das Ding die irgendwie in der Mitte zu legen. Ah, klappt nicht. Vorsicht, da oben läuft Ronaldo. Da müssen wir zwischen. Gut. Ja, der Ball ist erst aus, wenn der Schiri pfeift. Da wäre die andere Seite die bessere Alternative gewesen mit Brand. Nee. Wir müssen noch ein bisschen... Irgendwie habe ich die Spielmechanik noch nicht so drin. Ja, das merkt man. Naja. Eieieiei. Naja, 4 Punkte werden wir wohl in 6 Spielen noch irgendwie reinwürgen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.